So, Sabine, du bist da, wunderbar. Ja, also man muss dazu sagen, es prallt gerade die Sonne volle Kanne auf die Bühne. Wir haben so richtig sommerliche Bedingungen. Ja, wir haben diesen Vortrag von der Kapersburg-Schule Rosbach, heißt Du schaffst das, kleiner Biber, richtig, Sabine? Ja, das stimmt. Und zwar haben wir aus zwei Liedern, einmal von Florian Müller und einmal vom Matthias Mayer-Göllner, haben wir zu einem Mini-Musical zusammengestellt und freuen uns, dass wir Ihnen heute ein bisschen Mut schicken können für alles, was so auf unserer Welt zurzeit vonnöten ist. Ja, wunderbar. Und ich habe gedacht, als Eingangsprogrammpunkt auf unserer Bühne, und uns erwartet heute ein sehr buntes Programm natürlich wieder, die Pläne hängen auch aus, wann was spielt, passt das eigentlich sehr gut, dieser Titel, Du schaffst das, kleiner Biber, weil auch, wie schon gesagt wurde, das Internationale Zentrum Friedberg, eine kleine Gruppe von Menschen, bereitet dieses Fest ehrenamtlich vor, und Sie können sich vorstellen, es ist eine große Herausforderung, alles auf die Beine zu stellen, neben Arbeit und Familie. Und deswegen dachte ich, ja, auch unser Team, das IZF und alle Helferinnen, die sich heute bereit erklärt haben, mitzumachen ehrenamtlich, auch wir haben das irgendwie geschafft und hoffen auf ein schönes Fest mit Ihnen und euch. Viel Vergnügen mit der Kapersburg-Schule Rosbach. Allmählich geht die Sonne auf, über dem kleinen Wald am großen Fluss. Der kleine Biber wird von den ersten Sonnenstrahlen geweckt. Neugierig hält er seine Nase in die Morgenluft. Er regt sich und streckt sich und kriecht auf seiner Biberburg. Was für ein wunderschöner Morgen. Ich habe so gut geschlafen und nun scheint schon wieder die Sonne. Was ich wohl heute alles erleben werde, ich bin ja schon so gespannt. Und weil der kleine Biber diesen wundervollen Tag auf gar keinen Fall alleine verbringen will, beschließt er sich, auf den Weg durch den Wald zu machen, um seine Freunde zu wecken. Dabei hat er wie so oft ein fröhliches Lied auf den Lippen. Bin gerade aufgewacht, weil die Sonne wieder lacht. Schaue fröhlich in die Welt, weil sie mir so gut gefällt. Ich hatte viele bunte Träume und ich frag mich bloß, womit lege ich denn heute wirklich los? Ich möchte so gerne alles wissen, also raus aus euren Kissen, möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich sehen, jetzt geht's los, also hoch und bereit. Ich möchte so gerne wissen, warum sich die Erde dreht und warum kein Fisch in die Schule geht. Wohin die Wolken gehen, wenn gerade kein Lüftchen weht und was der Regen macht, wenn gerade die Sonne lacht. Ich möchte so gerne alles wissen, also außer Freude, ich möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich gehen und jetzt geht's los, also macht euch bereit. Warum können Hummeln denn einfach losfliegen? Und wer muss alle Bananen krumm biegen? Wo fängt der Regenbogen an und wo hört er auf? Das alles will ich wissen und deshalb gehe ich raus. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus aus euren Kissen, möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich gehen und jetzt geht's los. Also hoch, macht euch bereit. Seid dabei. Gut gelaunt und voller Freude auf den Tag kehrt der kleine Biber noch einmal zur Biberburg zurück
ob seine Mama wohl ein Frühstück für ihn gemacht hat. Als der kleine Biber die Biberburg erreicht, sieht er seine Mama bereits vor der Biberburg auf ihn warten. Seltsam, sie sieht heute so ernst aus. Liebevoll nimmt sie ihr Biberkind in den Arm, doch dann kommt alles anders, als es sich der kleine Biber bisher gedacht hat. Kleiner Biber, sagt die Mama, du musst heute gehen. Raus aus unserer Biberburg, auf eigenen Beinen stehen. Und der Kleine sieht die Mama Biber traurig an. Glaubst du, ich bin groß genug, ob ich das schon kann? Schau nur, was ich kann.
und er springt ins Wasser und taucht ganz, ganz tief. Der Wolf sieht ihn enttäuscht hinterher. Aus dem Wasser hört man jemanden singen. Schwer, verhalten wir uns fair, dann gibt es kein Problem.